Hallo Leute und herzlich willkommen bei Bartime Insanius. Wir sind willkommen zurück in der neuen Folge von Uncharted Thief's End. Folge fällt mir jetzt nicht ein. wir sind da rauf. Das geht doch. Unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ja, oh Gott, ein bisschen was von. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien. Über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schaffen sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es gleich zurück. Hey, sorry, bin gleich zurück. Ja, ja, das. Ich hab doch gesehen, da ist was. Da holen wir uns gleich mal. Ah, da ist was. Da ist wirklich was. Warum hopfe ich jetzt gerannt? Weil ich hier schnell laufen will wie bei. Hier ist aber das ist ja anders hier. Wie laufe ich denn jetzt schnell? Bin ich ganz deppert? Ach hier. Egal. Egal. Und weiter geht's. Was wollte ich sagen? Ach ja. Ach ja, wo muss ich hin, Leute? Oh Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Genau. Gerade auch, wenn ich weiß, was ich tun sollte. Aber ja. Kann die zusammenfühlen? geht ja! Geht ja! Wir spielen hier etwas, geht ja! Oh, weg. Scheiße. Rüber über die Rüben. Oh
Oh. Predator! Predator! Oder Terminator, hab besser gesagt. Hey, er hat keinen Schuss mehr! Oh. Ja und? Dann hopf ich halt. Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier, die könnten aus Versehen über den Schatz stolpern. Natürlich. Einfach so. Da ist mein Fahrzeug, aber ich glaube, ich kann da ja rauf, oder? Du bist sicher, wo es Gebika meine. Die müssen ja auch irgendwie drauf gekommen sein. Was war denn das für ein behinderter Sprung, oder? Hallo. Oh, Sally. Sind die auch so raufgeklettert? Anders sind die auch nicht raufgekommen. Wisch. Wieder unten. Die Brücke scheint zurück zum Weg zu führen. Gut, dann nehmen wir mal die Brücke. Dann nehmen wir mal die Brücken. Dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Die ganzen Brücken immer zusammenbrechen müssen. Die sind mit schweren Geräten wahrscheinlich vorbeigefahren, aber mir bricht was zusammen. Ich stehe hier so schön. Komm schon. Dankeschön. Die Winde, Sally. Echt praktisch, oder?
gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Warum fall ich genau darauf, Alter? Das scheiß dir auch. Sully, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Willkommen beim Offroad-Simulator, Leute. Kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen? Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sieht. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Ja, sag ja, die fahren mit großen Gefährt und wir brechen ihm ein. Schon gefunden haben. Ja, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf. Wie hast du dir die Zeit im Knast verdrehen? Ach, weißt du, lesen. Einmal spielen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen gemacht ist. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauchen. Mit aus den Streits rivalisierender Gangs aushalten. Da hinten brennt's, da hinten brennt's. Seht ihr den Rauch? Oh, schon, langsam. Der Schorlein, Idiot. Oh Gott! Nathan! Ist jetzt das Scherz? Ist das jetzt das Scherz? Wollen wir uns jetzt verarschen? Er schießt wieder durch die Mauer. Und das für lustigen Kasper, Leute. Nein, ich mag keine Schrotflinte, ihr wisst das. Da ist nur irgendwo einer. Schön, dass du mich auch gefunden hast. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Hey da, ist da irgendwas drin? Wow, seht mal. Vielleicht ist da unten irgendwas. Wo? Da unten? Oder das ist ein Schatz. So, das war's. Wollen wir weiter, Leo? Oh, scheiße. Wo ist unser Wagen? Da hinten drin.
dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Herrje. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Alle Mann anschnallen! Haha! Ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Noch bevor ich euch beide da. Wo ist denn hin? Wie kommt's, dass du noch lebst? Damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnitte verkauft, die ich aus Japan gespart habe. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Das war bei der Mitte. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Fahrt. Seht euch das an. Ist das künstlich oder natürlich? Wohl als auch, würde ich sagen. Sally, was wolltest du sagen? Ja, also, ein Mann der leisen Töne. Gelegenheit explodiert. Na dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und an die Beine gekehrt. Alle Mann anschnallen! Gehast! Entschuldigung! Also, kommt ein Gehast. Hast du nicht auch? Super, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, arr, es lässt mich durchdrehen. Das bringt mich nicht, dich hier zu lassen. Sag Bescheid, wenn ich die Augen aufmachen kann. War ich da vorhin nicht? Seht euch das an, Leute. Was ist das? Ein Turm. Das Flusstal. Schaut das geil aus, Leute, Alter. Hammer. Hammer. Und Schatz. Wie geht weiter? Was ist denn? Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur... Finden wir ihn einfach. Oh ja. Und weiter geht's, die Reise. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Fräulein Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Tja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Dann weiter. Zugbrücke? Wie mittelalterlich. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Wir haben einen Geber holt jetzt. Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Na, geht doch. Hey Nathan, komm und sieh dir das an. Wie bist denn du da herkommen? Die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann.
Weißt du, kletterst überall auf und dann kommst du nicht auf. Weißt, das ist ja lächerlichst. Wie lächerlich ist das? Wir gehen da rauf. Helfen Sie mal. Ja, hier. Hey Junge, ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Ja, ich weiß. Schorlein muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Ah, hier. Hey, sei vorsichtig, Junge. Bin immer vorsichtig. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, jetzt ja die Verwaltung. Wow, 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 wow. Au. Wir haben übrigens alle Kiste Rede. Das ist. Nein. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bist du gleich. So, und diese Zugbrücke lassen wir in der nächsten Folge runter. Und ja, das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Gizmo. Nathan Drake, dieser zweitklassige Dieb, der Kopf und Kragen für einen Schatz riskiert. So kennt man mich wohl. So wird man sich an mich erinnern. Aber so bin ich nicht.